Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Wir kriegen ja von euch ab und zu mal ein paar komische Kombinationen zugeschickt. Heute haben wir aber eine komische Kombination gefunden. Genau, Wohlgemerkt also, gefunden, nicht erfunden. ja, genau. Shoutout zu dem werten Herrn Miles Sage, der das Ganze in, oh Gott, wie spricht man den Ort aus? Leicester? Leicester? Keine Ahnung. Was auch immer. Macht das hier Auf tatsächlich jeden so weird, dass wir das mal testen wollten? Ja, genau. Die Idee ist, wie bei True Draco üblich, Blind Second und dann bringe ich dich um. So 62 Lion. Na, wenn er meint. Ja, lass ich ja first gehen, oder? Schade aber auch. Gut, dann Standard Skystriker Play, das heißt wir Engage, Drohne, Kagari, Engage. ich überlege gerade, ob wir auf noch einen True Draco daneben legen können. Ja, wir können mal ein Terraforming erstmal aktivieren und mal gucken, was passiert. Richtig, weil im Grace schaden ja nie. Okay, er hat nicht mal reagieren können. Dann können wir mal eine Engage aktivieren. Ja, Dresspels kriegt wenig mehr im Grave, zumindest nicht sinnvoll. Also kriegen wir aber nicht für die erste Nicht für die Engage. erste. Für die zweite dann schon. Seitdem wir jetzt die Drohne machen, dann mit dem Field wir noch die, keine Ahnung, Jetzt Afterbirth mal machen wir aufschießen. erstmal Drohne. Ja. Genau, dann haben wir mal eine Engage wieder zurück auf der Hand. Das Übliche halt. Bis auf den Zwischenschritt mit dem Diagramm suchen. So, dann gehen wir mal in Blau. Und dann, ja, schießen wir mal den Afterburner über den Haufen. Müssen wir vorher setzen, ne? Nee, müssen wir nicht. Ach ne. Stimmt, bei den Two-Tekos, die müssen nur auf dem Feld geschossen werden. Das war die Idee. Ja, wir könnten auch Blue Sky specialen, um dann nichts suchen zu dürfen. Ja, das wäre eine prima Idee. Genau. Ja, dann schießen wir mal den Afterburner kaputt. Und suchen uns einen Dynamite Knight. Wo haben wir... Und dann tributen wir den mal über die Heritage drüber. Was man theoretisch auch hätte machen können. Hätte können, sag nicht, dass es gut war. Er wäre. Aber was wir hätten machen können, wäre jetzt einen Fünfer suchen, den über die Shizuku-Tributenkarte setzen, Blue Sky specialen Und und dann in unsere proaktiven Fünfer reingehen. genau. Nein! Ach nee. Gut, 300 Tag weniger. Dann Go und Engage suchen. So, mal gucken, was der spielt, das Second gehen wollte. Auf jeden Fall schon mal 40-15. Was auf Yu-Gi-Oh! Pro schon mal nicht der Durchschnitt ist, wobei wir sind im POTCG aktuell, da nehmen sie sich anscheinend. Ich habe nichts gesagt. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich kenne die Karte irgendwo her. Ich Neo überschaue Space hier. nochmal. Ach, mit nicht irgendein FDK? Ja, dann gehen wir mal. Dann gehen wir was suchen, ne? Ich denke, wir wollen einen Return haben. Aber darauf jetzt keine Ash kassieren. Nö, Okay. Drohne. Okay. Ja, ich glaube, Return ist am sinnvollsten aktuell. Ja, machen wir mal Return. Und nein. Nein, wir würden die gerne offen aufs Feld haben. Ja gut, wir können immer noch einen Engage setzen für den Magnite, also von daher. Und nicht, dass der auch noch irgendeine weirde Magnite-Kombi spielt. Soll's ja alles geben. So, das war ein Delfin und was noch? Grand Mole. Die Karte, die damals auf dem Pausenhof immer jeder gehasst hat. Aber eigentlich ist dieser Contact ultra gut. Ja, das ist halt ähnliches Ist ein Konzept wie ein Foolish, was sich Tarkov. selber ersetzt. Ja, also, ja, das Thema ist halt Kacke. Ja. Ich bemerke halt nur gerade, dass die Karte an sich eigentlich scheiße gut ist. Ja, eine super Karte in einem Kackthema. Also, wenn die Neospaces mal guten Support kriegen, dann wird die Karte relativ
solide sein. Denn der neue Neo-Spacian ist auch ziemlich busted, aber den kriegst du halt nicht raus. Der alleine reicht ja nicht, für ein komplett unkompliziertes Thema zu retten. Wie gesagt, den kriegst du halt nicht raus. Und wie schon gesagt, die meisten von den Main-Deck-Karten sind halt so grandios kacke. Was hat er da eigentlich in den Friedhof geschickt? Nur so aus Interesse. Ja, ein Grand Mall. Ah, und ein Aquadolphin, okay. Oh, hi. Moinsen. Moinsen. Vor allem die hätte ich jetzt halt in die Zone gelegt, damit ich halt noch die Zone freischalten kann. Was gerade? War das der neue? Nebula, ja, war der neue. Mhm. Ja, okay, aber es hat da zwei Elementale Nias auf. Es hat da zwei Elementale Nias auf dem Feld. Glückwunsch. Okay. Also jetzt hat er Monster. Jo. Jetzt hat er eine Nebula Leos und einen Neos. Ne? Mhm. Okay. Nee, der wird auch als Neos behandelt, der wird als Material behandelt, nicht als Monster. Achso. Das ist die Idee, dass du mit Prisma alles herfusionieren kannst, was ein konkretes Material verlangt. Ja, Glückwunsch, jetzt stirbt unsere Blaue. Das war's. Okay, vielleicht noch ein bisschen Direktschaden. Naja, der... In den anderen kann er schon auch rein... Also hätte er rein crashen können, wenn er das gewollt hätte. Wie denn? Er versucht mit die Blaue wegkriegen, wenn der Neos gleich viel Attack hat. Ja, stimmt. Nur der Neos war stark genug, um über die Blaue drüber zu kommen. Ja, dieser Debuff ist nicht ganz ohne. Es sagt jetzt halt nur ultra hart, dass wir das Diagram nicht mehr haben, weil ansonsten hätten wir jetzt nächste Runde mit dem Diagram einfach den Dynamite Knight über den Haufen schießen können, um durch zwei Engages durchzuziehen. Aber solange der Link geht halt nicht. Ja. War mein Fehler. Mal gucken, ob er noch eine Karte in eine der... Ich sehe da gerade zwei gesearchte Karten. Ja. Clevererweise hat er den Engage gemillt und kann deswegen jetzt nicht suchen. Außerdem geht gleich seine Zeit aus. Jetzt. Es wäre wesentlich einfacher, wenn der Zug dann einfach enden würde und nicht mal aus dem Duell fliegen würde. Ja. Aber wir haben nächste Runde, hätten wir alleine nur mit den Magnite schon so viel Schaden auf dem Board gehabt. Ja, das ist richtig. Matte Jatika. Ich weiß noch nicht, was der Name aussagen will, aber ich akzeptiere es mal. So, dann darf ich doch gerne mal anfangen. Mhm. Gute True Draco Hand. Ja, bis er den Pot aktivieren dauert es aber noch ein bisschen. Bis sie den Pot aktivieren dauert es aber noch ein bisschen, würde ich mal sagen. Den können wir so aktivieren, wie es da steht. Okay. Guckt. Ja. Von mir aus. Mekaba? Wollte der höchstwahrscheinlich nicht anfangen. Entschuldigung? War das gerade ein gelber Ojama? Ja, schon. Lol. Also, richtig lol. Bis zum gelben Ojama war es ja eine saubere Eröffnung, aber dann wurde es irgendwie weird. So, jetzt wird's interessant. Wie wollen wir das jetzt machen? Wir haben mehrere Optionen und ich denke, die beste Option ist tatsächlich... Mit dem Afterburner den Backup auszubaden. Ja, den Search von Blue Sky zu sacrificen und dann einfach den kaputt zu schießen. Ja, oder halt ihn mit dem Afterburner zu baiten. Ja gut, klar, wenn deine Afterburner negiert, ist easy, aber ja, vielleicht lässt den auch einfach durch. Das war jetzt die Idee. Ja, stimmt, dann auch. Aber ja, wir müssen mit Afterburner anfangen. Müssen wir nicht, wir können auch erstmal gucken, ob er den Azure Sky durchlässt. Oder Blue Sky. Nein, das meinte ich mit Opfern. Die Search opfern, indem wir erstmal den Dude da aus dem Weg haben. Achso, weil wir dann den Blue nicht holen können, das meinst du? Genau. Ja gut. So, wenn das nicht negiert, ist eh easy. Ja. Nee, wenn das negiert, ist fucking easy. Wenn das nicht negiert, ist das Vieh tot. Ja, aber dann können wir den Blue Sky nicht mehr specialen. Ja. Und nicht mehr durch die G. Ja! Oh, nice!
Das, oh. Das ist ein Invoked Ojama-Deck, alles klar. Er darf jetzt erstmal drei suchen. Bombo-Kombo! Okay. So, dann haben wir's gesagt. Set Apocalypse. Nee, Set Terraforming. Weil mit allem anderen wollen wir eventuell noch rumspielen. Ja, stimmt auch wieder. Dann haben wir mal einen Purple. Das war... Ja. Ja. Dann haben wir mal ein Terraforming. Scheint ein Ash oder sowas zu haben, weil ich konnte vorher mit dem Blue Boy auch schon was machen. Ja. Aber na, jetzt Ash können wir Pot machen. Okay. Dann setten wir mal die Apocalypse. Dann versuchen wir mit dem Diagramm den Effekt zu aktivieren. Wir müssen ja nicht sagen, wo wir draufholzen wollen. Ja. Den Blue Sky natürlich. Boost. So, scheint auch okay zu sein. Dann haben wir mal eine Heritage. Mhm. Da. Ja. Dann ist jetzt ein Mech aber mal tot. Und das kann er nicht verhindern. Doch, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu verhindern, aber ich bezweifle, dass er einen Skullmeister im Deck spielt. Ja, okay. Dann versuchen wir mal eine zu ziehen. Pack die mal bitte. Schade. So, draw. Oh. Moin. Also wenn wir jetzt den hier Heldtributen und dann noch den aktivieren, haben wir sogar drei Spells im Grave. Ja, ja. Und Monster in der Main Monster Zone. Richtig. Aber hätten wir da. Ja. Dann zünden wir, glaube ich, mal sogar den Desires. Er hat relativ nein, sicher, warte, nein, relativ sicher eine Ash. Darum geht's gar nicht, aber wir machen erstmal den Ignis Heat und zünden dann den Desires, dass wenn er's Ash, dass wir wenigstens mal suchen dürfen. Na gut, dann über die Heritage-Spiele-Tributen. Natürlich. Und dann fliegt noch seine Meltdown über den Haufen. Mhm. So, jetzt aber Pot. Mhm. Ah. Ui, das war unimpressive. Das, was da weggeflogen ist, ebenfalls. Ja, das ist ja frisch. Ja. Dann. Bums, oder? Ja, Bums. Da hätte er dauernd irgendwas machen können. Jetzt hat er nicht mal kurz gezuckt. Was hat denn der bitte? Was war jetzt noch alles? Achso. Ja, go. Ja, einfach go. Na dann, Mathe Jatika. Zeig doch mal deine Ojama-Wombo-Kombo. Bin gespannt. Mhm. Die Ojama ist alle auf dem Feld. Mhm. Das heißt, ich hätte gerne mal. Disciples, oder? Mhm. Nein, aufs Feld bitte. Und Feld vollkotzen einmal. Gucken, ob er 3 oder 4 holt. Also, das, was er bis jetzt da getan hat, tut Scapegoat auch. Und zwar ohne Minus unendlich zu gehen. Das ist das Minus unendlich. Er hat im Endeffekt 2 Karten aufgebraucht anstelle der einen, die man normalerweise brauchen würde. Ja. Noch eine Linkspider. Jetzt ein... Dingens hier, wie heißt der? Also jetzt kann er ein Boral Sword bauen. Oder ein Boral Load. Ja, den darf er von mir aus gerne haben. Okay. Den darf er haben. Ja. Das ist legitim. Ja. Gönn dir! Vollstoff! Mhm. Nachher der berühmte, ich aktiviere wieder beide Effekte, einfach nur um sicher zu gehen. Ja. Au. Aber der Effekt klappt nur, wenn er angreift, ne? Wenn er angegriffen wird. Ja, klar. Ach, halt wohl. Wir haben 3 Spells im Grave, ne? Muss dich rauswirten. Ja. Dann haben wir mal eine Engage. Oh, keine Targets mehr. Die zweite Engage können wir also nicht resolven. Alles ja, klar. Sind gut, wohl zu wissen. Paar... gut zu wissen. Ein paar Drones dann... weggeflogen. Ja, 2. Dann können wir mal... Ja, Drone, oder?
Kann man den Engage auch über den Haufen schießen, wenn wir den irgendwie kein Target mehr für den haben. Ja, wir können erstmal Drone Kagari Drone machen. Ja. Was will der denn machen? Ich meine, der ist sicherlich nicht live. Ja, eben. Ich meine, ab jetzt kann er natürlich immer Borrow Load, oder kann er auch eigene. Ah, der kann dauernd Borrow Load machen. Dann. Ich dachte, Borrowed kann nur gespecialte Monster runterschwenken. Ah ne, Face-Up-Monster. Dann haben wir mal den Token wieder auf der Hand. Ja, weil was wollen wir mit dem Engage? Dann können wir den Token mal aktivieren, genau. Ja. Einfach aktivieren, Token bauen. So, und jetzt können wir die Engage gegenüber vom Purple, also gegenüber vom Borrowlord auf jeden Fall erstmal setzen. Ja. So. Schießen, wenn es auf Hand unfällt. Genau, und jetzt könnten wir... Warte, wie viele Magnites haben wir noch im Umlauf? Einen Friedhof und zwei gebanished. Ne, drei gebanished, also gar keinen okay, mehr. Okay, das heißt Purple Nightfall hat keinen Effekt. Ne, der ist einfach nur da. Okay. Das heißt, den können wir jetzt auch einfach mal bauen. Ja. Weil, warum nicht? In welche Zone ist wurscht. Ja, tatsächlich. Buff. Dann können wir ja Apokalypse aktivieren. Ach, ja. Disciples. Disciples. Können wir. Großartig, ja. Dann machen wir das mal. Apokalypse haben wir noch keine liegen. Oh. Ach so, das war nur der Effekt. Vollkommen okay. Ja gut, dann holen wir den da. Ja. Dann aber Normals haben wir die hier noch behalten. Oder? Nein, die kann ruhig in Grave. Okay. Und nicht aktivieren, bitte. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Dann können wir mit Diagramm mal die Verdeckte kaputt holzen. So die hier? Ja, genau. All die braucht keinen Schwanz mehr. Also brauchen nicht. Also brauchen könnten können wir so, aber live ist er halt nicht. Ja. Dann haben wir mal eine Heritage. Und ziehen nochmal. Mhm. Also ist hier schon ganz durchs Deck durchgegrindet, würde ich mal sagen. Moin. Hi. Wow, das macht's einfach. Dann können wir die setzen und mal die Maiden über die Return drüber tributen, um damit den Borrowlord aus dem Weg zu räumen. Ja, das macht tatsächlich eine ganze Ecke einfacher. Können sogar mit dem Effekt machen, haben wir noch den Normal Summon. Ja, machen wir auch. So. Tschüss. Ja. Puff! Targetet nicht. Oder targetet es? Egal, sie kann Monster-Effekt. Okay, Debuff, meinetwegen. So, und dann können wir mit der Kagari und einem und irgendeinem Effektmonster einen Underclock bauen. Irgendeinem außerdem da halt. Ja, genau. Dann nehmen wir die Maiden. Oder nehmen wir den Ignis Seed. Die Maiden hat noch mehr Targets. So. Dann würde der gerne mal. Und Robinson, tot ist er. Ja. Eins. Achso. Ja gut, das macht keinen Unterschied. Stimmt, den Effekt gab's ja auch noch. Ja. Ja, gut, das war True Dracos Geiststriker Magnite. Mhm. Ich war jetzt aber ehrlich. Ja, gut, okay. Wir haben es jetzt nur mal getestet. Ich war jetzt auf Anhieb mal nicht so davon überzeugt, weil man das übliche Problem hat, dass man seine Main-Monster so freiräumen muss. Aber wahrscheinlich, wenn man mehr daran gewohnt ist, weil man Trickster Geiststriker oder so sonst spielt, dann ist man daran halt mehr gewöhnt und dann ist das sicherlich ganz gut. Aber es hat auf jeden Fall mal nicht den allerschlechtesten Eindruck gemacht. Mhm. Aber der Typ, aber ich meine, es war ja ein relativ normales Invoke-Deck, nur die Ojama-Engine war irgendwie weird. Ja, schon. Ich meine, das sind Lichtmonster, ja, aber... Ja. Also, die haben jetzt in dem Fall gemacht, was sie sollten, und damit auch nicht die überkrassesten Minus-Plays gemacht, aber du musst halt die Ojama-Key halt ziehen.
Ja, ich hätte aber an seiner Stelle auf jeden Fall einen Boral Sword und keinen Boralord gebaut, weil er Ja. hätte sowieso über beide von uns drüber stiefeln können. Richtig, und Boral Sword hätte da ein bisschen mehr Aua gemacht. Ja. Boral Sword ist eine Nicht gute so viel Karte. mehr. Nicht so viel mehr Aua, aber. Aber schon ein bisschen. Ja. Whatever. Bis zum nächsten Mal. Ciao.